Herzlich willkommen zurück bei Anno 1602 in der History Edition. Und es fehlt an Stoffen. Es fehlt an Stoffen. Und nicht nur das. Das ist noch viel wichtiger gewesen. Ich will hier. Aber gut, ich habe auch noch nicht so viele Bürger, also darf ich mir davon wahrscheinlich auch noch nichts jetzt hier, ne? Und so. Im Übrigen fährst du jetzt bitte mal da runter und legst mal hier die Stoffe beiseite. Also, da hat der gerade eiskalt die Stoffe wieder weggenommen. Ihr Force ist ja nett. Aber dafür hat der Tabak hierher gebracht. Ist okay. Nicht das, was ich wollte, aber ist okay. Oh, ich habe das Geld verkauft. Deswegen habe ich vielleicht auch so viel Money gehabt. Gucken wir mal, verkaufen wir nochmal den Schmuck. Hier für komm her, stabile 600. Das ist okay, denke ich. Gewürze können wir verscherbeln. Alkohol können wir verscherbeln. Aber nicht alles auf 0. Das machen wir so 50, das ist okay. Und hier machen wir auch so um die 50 Tonnen, die wir da behalten. So. Erstmal hier Stoffe, damit meine Leute wieder glücklich sind. Dann gibt es hier Alkohol, den ich nicht habe. Ja, gucke mal. Dann brauchen wir hier nur noch meine Leute. Ich brauche, würde wirklich, wirklich sehr gerne jetzt hier anfangen, Kakao anzubauen und Baumwolle. Das wäre jetzt wirklich das, was mich glücklich machen würde. Dum, 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 da, da, dum, da, da, dum. Oh. Da hat jemand meinen Schmuck gekauft. So denke ich mal. Ja, mein Schmuck ist weg. Aber ich kann keine Goldmine bauen. Ich kann keine Goldmine bauen. So weit bin ich noch gar nicht. Oh, ist das ein Trauerspiel. Um die Nahrung können wir uns aber gleich nochmal kümmern, dass wir hier nochmal ein bisschen mehr produzieren. Glücklicherweise hat da ja irgendjemand schon so ein bisschen mitgedacht. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Das ist schön für meinen Konkurrenten. Da freue ich mich auch ganz. Also wenn er möchte, kann ich ihm auch gerne noch eine Postkarte zukommen lassen. Ein größeres Gotteshaus. Oder in... Ich bin Trottel. Der sollte dahin. Oh. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Und wenn ihr doch was gesehen habt, dann seid ihr nicht blind. Und ich beglückwünsche euch zu eurer Sehleistung. So, zweiter Stein, Metzi-Boy. Merz-Boy, Stein-Merz. So. Machen wir so. 6 Steine brauchen wir noch. Alkohol haben wir scheinbar genug. Jo. Na gut, machen wir erstmal hier. So, und noch ein Bäcker. Hier vorne hin. Noch eine Mühle. So. Damit sollte das jetzt eigentlich alles laufen hier mit der Nahrung. So. Bürger kommen an, das ist sehr schön. Die sind auch sehr, sehr glücklich, das ist sehr schön. Natürlich kommt die Feuerwehr dann nicht hin. Vernichtet eure Häuser. Gut. Dann würde ich sagen,
Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Genau das wollte ich sagen. Ey je, was ist hier denn los? Ey je. Ui je. Haben wir noch? Warum kaufe ich denn das hier alles ein eigentlich? Oh, wir haben ja noch eine ganze Menge Eisenerz hier. Eisen. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Naja, gut, wenn es nur hier ist, dann geht das ja noch. Achso, ja, im Übrigen kann ich ja diese Plantage Kostenzwecken genauso wie diese beiden hier. Die brauchen wir ja dann ohne mehr. Dann kannst du ab sofort hierher gondeln. Und wir setzen jetzt mal alles daran, möglichst zügig zu den Kaufleuten aufzusteigen. Dafür brauchen wir erstmal die tiefe Erzmine. Und für die brauchen wir 450 Bürger und für die brauchen wir eine ganze Menge Werkzeug noch. Und dann brauchen wir noch mehr für die... Ich glaube, wir müssen Werkzeug einkaufen. Zack, bumm. Werkzeug einkaufen. Ah ne, Quatsch, jetzt verkaufe ich das gerade, ne? Einkaufen wollte ich es doch. Ich habe gerade schon gewundert, warum das so günstig ist. Und warum ich es teurer mache. Oh, Stoffe ist low. Stoffe ist incredible low. So, alles klar. Das raus, das rein. Du bist erstmal durch, kannst noch eine schlafen. Ich mache eine ganze Menge Plus. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben eine ganze Menge Schotter. Der hat mir eine ganze Menge Werkzeug verkauft. So. Du kannst dann ja deine Route schon mal aufnehmen, dass hier weiterhin Tabak und Alkohol ankommt. Ja, und wir müssen weiter darauf warten, dass wir eine tiefe Mine bauen können. Ah, nee, die Gold brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich dachte vielleicht, um ein bisschen mehr Plus zu machen, aber brauchen wir tatsächlich nicht. Hier haben wir noch ein... noch ein Toast, noch ein Ei und so. Setzt neuen Kurs. Komm her. Komm her hier. Einmal dahin. Einmal hierhin. Werkzeug aufladen, Werkzeug abladen. Los geht's. Ach so, ja, warte mal. Wir können gar nicht alle aufsteigen gehen. So, weg mit der Kapelle. Die kann da auch kapeister gehen. Da brennt's beim Nachbarn, das ist mir gleich. Ich habe ihnen den Frieden angeboten. Will ich eigentlich hier vielleicht so? Ihr werdet von Piraten angegriffen. Guck mal, sind wir wieder Best Buddies. Das tat jetzt weh. Sollen wir wohl hier eine kleine Werft bauen und unsere Jungs mal reparieren. Ah, wir können endlich mal hier eine Baumwollplantage aufbauen. Och. Gott sei es gepriesen. So. Wir werden von Piraten angegriffen. Volle Breitseite! Los, gib ihm, jawoll. In die Wanten! Was? Ach, das... Nein! Der hat... Warte, der hat sich... Hat der jetzt schon runtergebracht, oder?
Ja, gut, bestimmt. Ja, gut, dann ey. Es mangelt an Alkohol. Hey. Es mangelt an Alkohol. Achso, da oben. Ein Schiff wurde repariert. Das ist mir gleich, was denen mangelt. Die können tatsächlich von mir aus auch verhungern. Ja, ich hab's gesagt. Ist mir scheißegal, was mit dem passiert. So, 2 Tönnchen Steine bitte noch. Ja, danke schön. Und noch 5 weitere klitzekleine Tönnchen. 3 weitere Tönnchen. 2 weitere Tönnchen. Und da kommen sie auch schon. Da haben wir es. Und da haben wir die Weberei. Jawohl. Da holt sich erstmal ein bisschen Stoffe. Guck mal hier. Dann kannst du da auch mal weiterarbeiten. Gib ihm, mach ihn nackig. Jawollo. Gleich wieder reparieren, die Bude. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Hygiene. Pass mal auf, da bauen wir doch hier hinten nochmal einen zweiten Stein mit. Schiffsreparatur beendet. Da geht das vielleicht ein bisschen schneller mit den Steinen hier. Setz die Vorsegel! So, ich guck noch mal ganz kurz auf die Ziele. 800 Kaufleute leben. 800 Kaufleute brauchen wir. Und da wir jetzt schon alles haben, um theoretisch aufzusteigen, ich würde mal sagen, wir können die Stadt jetzt hier auch mal komplett wegmachen. So, ja. Schwuppdiwupp. Weg ist der Blub. Oder sowas. Keine Ahnung. So. Na, jetzt habe ich das ganze Werkzeug von hier oben abgeholt. Na, ist egal. Ist Rille, wie ich so gerne zu sagen pflege. Neuen Kurs. Wir haben immer noch kein Werkzeug, fällt mir gerade so auf. Aber die produzieren da ja wieder fleißig. Stoffinski brauchen wir noch. Davon brauchen wir noch mehr Ziegelchen. Wir brauchen insgesamt 21 müssten passen. 18, 16 für die hier, ne? Da, genau, 16 und 5 hierfür, ja. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das mit dem Werkzeug gepasst hat, aber bestimmt. Los, böller ihn weg. Freibeuter lauern euch auf. Uff. Das war jetzt ja ein bisschen unangenehmer, als ich es erwartet hatte. So. Das, das und das. 1, 2 und 3. Dann macht ihr euch auch nochmal weg. Du machst dich weg. Und dann haben wir hier nochmal... Ach ja, stimmt, ich habe ja den Stein passend mitgenommen. So. Guck mal hier, machen wir es so. Dürfte passen. Steine habe ich ja immer noch nicht. Hat sich in den letzten 5 Sekunden nichts dran geändert, tatsächlich. So, dann fährst du bitte hier wieder runter und du reparierst dich mal. Du siehst ja scheiße aus. Gott verdammt. So, und die Stoffe können wir hier oben aufhören zu produzieren. So.
So. Oh, wir haben mittlerweile genügend Burger. Das ist sehr schön. Dann werden wir jetzt so lange warten, bis wir das Ding. Schiffsreparatur beendet. Bis wir das Ding da dran setzen können. Das sollte aber nicht so lange dauern, weil wir brauchen ja nur noch 2 Tonnen Werkzeug. Kommen 2 Publike. Ja, danke schön. Perfekt. Dann können wir jetzt hier auch aufhören, das einzukaufen. Ups. Ankerlichten! Dann würde ich aber vorschlagen, hauen wir hier nochmal eine 2. Werkzeugschmiede hin. Na komm, eine, danke. Eine Tonne wollte ich doch noch. Eine Tonne. So. Es dann. Fehlt an Tabakwaren. Ja. Wo sind denn eigentlich alle für Alkohol zuständig? Verstehe ich schon wieder nicht. 4 Tonnen haben wir noch da. Das heißt, ich bräuchte noch 2 weitere. Dürfte jetzt hinhauen, ja. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuerschild. Was war das denn? Rechts, links, rechts. So, freundliches Herr. Was ist mit dir los eigentlich? Warum bist du so abgefuckt? Warum bewegst du dich nicht? Mit anderen Worten, los, beweg dich. Tabakstoffe, Gewürze, Nahrung, alles verloren. Da muss man kurz ein Schiff mit hin. Das geht ja so nicht. Na, du bist dafür verantwortlich. Dann machst du das hier mal raus jetzt. Ankerlichten! Bop. Abladen, abladen. Tabaskos. Und bitte. Das nehmen wir erstmal wieder mit. Und warte. So, jetzt nehmen wir den Rest wieder mit. Obwohl, die können wir auch hier lassen. Da wollte ich ja nur ein paar Steine hinbringen. Genau, du holst jetzt mal bitte ab von hier das und das und das und das. Und das. Schiffsreparatur beendet. Und fährst einmal nach hier unten damit. Du kannst deine Route weiterführen. Wir gucken mal in der Zwischenzeit, dass wir hier nochmal ein bisschen Stoffe angebaut bekommen. Einfach nur, dass wir was auf Lager haben. So. Baumwolle. Die Vorsegel! So. Setzt die Vorsegel! Ankerlichten! Ankerlichten! Köpfen! Gebt Breitseite! Oh, das war knapp. Ich hatte ja einen Moment Angst um mein Schiff. Ich wollte aber auch jetzt nicht aufgeben, weil ich wollte den Piraten ja nicht die ganzen schönen Sachen in den Allerwertesten hinein befördern. Für lau. Setz die Vorsegel! Dip,
Oh wei, oh wei. Schiffsreparatur beendet. So. Ach ja, gut, damit denke ich, sind wir gut versorgt mit allem. Alkohol könnten wir theoretisch noch mehr anbauen, aber wer macht denn sowas? Schiffsreparatur beendet. So. Da, da. Da, da. Zack, bumm, die Bohne. Und Bams. Dann kommt hier vorne noch mal was hin. Jo. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ach, hab ich das? Wer sagt das? Machen wir es so. Und dann machen wir hier einen Weg hin und so einen Weg. Brauchen wir hier nur ein bisschen mehr Werkzeug. Nehmen wir nochmal hier 10 Tonnen mit, Holz haben wir genug. Top. Da kommen sie alle herangestürmt, die guten alten Kaufleute. Warum habe ich das da jetzt reingetan? Alkohol können wir natürlich jetzt auch noch in Übermaßen producen. So. Einmal. Na gut, für noch eine weitere wird es nicht reichen, aber erstmal hier. Whams. Weiter mit dem Text. Du schnappst dir bitte nochmal schnell hier 50 Tonnen. Werkzeug sollte reichen, Holz sollte auch reichen, aber wir nehmen nochmal 10 mit. So. Ach, diesmal wird Weiß gepeinigt. Ist ja schrecklichst. Ach ja, gut, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das diese Folge tatsächlich. Ja, gut. Dass wir es diese Folge noch schaffen werden mit dem. Na, ihr wisst schon, hier und so. Mit den ganzen hochanspruchsvollen Leuten hier. Diesem Gesocks. Feuerwehren brauchen wir ja auch nicht mehr. So. 1, 2, 3. Das kann dann wieder weg. 1, 2, 3. Ist das dein Ernst? Das war jetzt ja. Euer Volk wünscht eine Hochschule. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das war ja einfach nur eine Frechheit, war das. Also es geht ja, also wirklich, das geht ja gar nicht. So, und bei dem nächsten Vulkanausbruch wird es vernichtet. Das Kontor. Zuckerrohr. Chycre. Heol. Und mehr geht nicht. Euer Volk wünscht ein Theater. Gibt's nicht. So. Wie viel haben wir? 325. Hey, es wird doch. Hey. So, hier, guck mal. Da, zwei Werkzeug noch. Der Regen bleibt aus. Der Regen bleibt aus. Hey, cool. Nice. So.
Damit habe ich meine Schuldigkeit getan. Und wir warten jetzt nur noch darauf, dass sich die Leute unserer Siedlung anschließen. Wie sieht es denn so allgemein aus? Ja, Alkohol, hier, guck mal, Alkohol können wir eigentlich jetzt auch aufhören zu verkaufen. Oder wir verkaufen es erst ab 100 Tonnen. So. Genau, das gleiche machen wir mit den Gewürzen. So. Und mit Tabak. Und mit Stoffen. Ankerlichten, setz die Vorsegel! Ja. Ja, 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 ja. Mhm, mhm, mhm. Ich will das Meer abreißen. Lasst mich das Meer abreißen. Na. Entschuldigung. Oh, es gibt auf die Schnauze. Es gibt auf die Schnauze. Guckt euch das an. Es gibt auf die Schnauze. Das Trommelfeuer der Handelsschiffe hat dem armen kleinen Piraten ein jähes Ende bereitet. Wie schade. Es war leider überhaupt keine Herausforderung für mich, diesen Amateur aus dem Leben zu tilgen. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Der will auch sein Glück versuchen, wird aber an meiner unüberwindbaren Verteidigung an großen Handelsschiffen elendig zugrunde gehen. Und so ist er auch zugrunde gegangen. Ankerlichten! So, 542 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, da ist noch einiges nicht aufgestiegen. Ich würde mal sagen, feels like heaven. Du. It feels like heaven. Komm her. Komm her. Na los, Digga. Komm her. Na los. 3, 2, 1, mal 1. Hey, komm mal her. Komm. Bing, 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 bing. Bing, 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 bong. Bing, bing, bong. Guck mal, schön zufrieden sind sie alle, so mehr oder weniger. Oh je, jetzt bricht meine Alkoholproduktion zusammen. Niederlassung. Nein, meine Feuerwehr! Du kannst doch nicht meine Feuerwehr abreißen, du scheiß Vulkan. Was ist denn nicht mit dir? Und mein... Hab ich's eigentlich angekündigt? Hab ich's provoziert? Hab ich das irgendwie heraufbeschworen? Habe ich eine Voodoo-Puppe in die Hand genommen in Form eines Kontors und sie zerdrückt? Oder habe ich die Anno-Götter erzürnt, indem ich dieses Kontor dahingestellt habe? Naja. So schnell sollte die Insel ja nicht einfach in sich zusammenfallen, also... Oh, das ist aber ganz schön angefrackt hier. Da muss man ein bisschen repairen, müsstest du dich mal. So. In die Wanten! Ich hätte es nicht aussprechen dürfen, glaube ich. Ich hätte es einfach stillschweigend hinnehmen müssen, dass ich dieses Kontor dahin gebaut habe. Wäre das alles nicht passiert.
Mist. 1000 Einwohner, aber Mensch. 775. 791 und... Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Ihr könnt's ruhig sagen. Ihr könnt's ruhig sagen. Warum hat er eine Kathedrale? Er hat doch nur Kaufleute. Ich verstehe es auch nicht. Außer es war eine sehr große Kirche. Eine verdammt große Kirche. Also die Schlusssequenz... Tja, hat schon mal besser gepasst, fand ich. Aber wir haben unsere Aufgabe vortrefflich gemeistert. Und ganz genau so sehe ich das auch. Wir haben uns hier eine kleine, schöne, grüne Bilanz... Boah, 235.000. Grüne Bilanz zusammengehalten, 13.000, ne? Also zwischenzeitlich ein bisschen... Na, zwischenzeitlich habe ich wirklich gedacht, wir verkacken es. Aber hey... Profis sind wir, ne? Profis. So, 47 Einheiten besiegt, 39 sind gefallen. Alle 39 wurden von Rot besiegt. Und 7 Eingeborene müssten es dann noch gewesen sein. 24 Schiffe habe ich versenkt. Das waren offensichtlich 14 Piratenschiffe und 3 wurden von Piratenschiffen versenkt. Und die waren ja alle soweit friedlich hier. Gut. Dann ist diese Folge halt heute auch mal wieder etwas kürzer als die meisten anderen, aber ich denke, damit kommt man klar, oder? Dann sind die ganzen... Kann man mal ein bisschen was aufholen hier, ne? Ich muss sagen, die Quests hier, die gehen sehr schnell. Es hat jetzt ja... 2 Folgen waren das. Das waren jetzt... 3 Folgen, glaube ich. Jetzt kommt die Sintflut. Also wir sind die Flut, ja. Und was da drin steht, genau, damit beschäftigen wir uns das nächste Mal. In der nächsten Folge nämlich. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und des Weiteren hoffe ich natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und was dann auf uns zukommt... Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich auf den Gegner zukommen, wenn wir die Flut sind. Denn wir sind die Flut. Die sind Flut. Bis dahin, habt einen schönen Tag noch und gehabt euch wohl, wertes Volk.